Matteo 6:0 gegen die Christen im Sandhocker gewonnen. Eine Runde weiter. Du hast zwei Tore erzielt, deine ersten Tore zum SCH in den Fischspielen. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut, endlich habe ich jetzt Tor gemacht, hier mit der SCH. Und ich bin glücklich auch, dass wir eine Runde weiter sind. Und wir werden uns wiederholen wie letztes Jahr und den Saarland-Pokal holen. Wie war deine Ansicht vom Spiel heute? Also, der Tempo immer hochgehalten. Und ja, am ersten Halbzeit haben wir uns schwierig gemacht, müssen wir noch unser Spiel reinbringen. Aber dann in der zweiten Halbzeit sind wir mit einer richtigen Mentalität reingekommen und haben uns unser Spiel gespielt und haben 5 Tore gemacht und ist okay. Ja, und auch du hast heute 2 Tore für die Christen geschossen. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich fühle mich generell ganz gut momentan. Hat jetzt letzte Zeit eher Kurzeinsätze gehabt. Aber generell, so 90 Minuten, auch wenn das jetzt nur ein Pokalspiel war, um Landesliga, tut es dem Körper für die Fitness und das Selbstbewusstsein ist das immer super. Ein kurzes Setup zum Spiel heute? Ja, ich denke, in der ersten Halbzeit, wenn wir die Chancen noch reinmachen und die Pfostentreffer, die noch dabei waren, da denke ich, geht das Ganze schon ein Stück höher aus. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann auch wieder ein bisschen gesteigert. Und das Bisschen war dann auch am Ende ein bisschen kaputt. Hätte dann noch ein bisschen höher ausgehen, aber ich denke, wir können ganz zufrieden sein. Mirko, du hast heute dein erstes Spiel zum Beginn für den FDH gegeben. Wie fandest du das Spiel? Ja, erstmal bin ich froh, dass ich das erste Spiel für den FDH erfolgreich bestreiten konnte. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan. Der Gegner hat gut zugemacht hinten. Dennoch hatten wir genug Chancen. Ich denke, das 1-0 vor der Halbzeit war ganz wichtig. Und der Start in die zweite Halbzeit war dann optimal. Direkt in der 46. 2-0. Das war super. Man hat so ins Spiel gebracht. Am Sonntag geht es gegen den SC Freiburg zu Hause. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ja, ich denke, morgen ist eine normale Einheit. Wie vor jedem anderen Spiel. Freitag ist Abschlusstraining. Und Samstag holen wir dann die nächsten 3 Punkte im Stadion. Die Spielausgabe erfüllt im Sammelpokal. Eine Runde weiter. Das wird jetzt ein Spiel. Ja, ich glaube, es war im Endeffekt ein standesgemäßes Ergebnis. Wir haben ja relativ lange gebraucht, bis wir das erste Tor gemacht haben, weil wir die erste Halbzeit sehr, sehr ungenau gespielt haben und auch einiges an Chancen liegen lassen. Aber ich glaube, nach dem 1-2-0 war es eine Frage der Höhe nur noch. Und im Endeffekt war es ein klarer verdienter Sieg, Pflichtsieg sozusagen im Pokal und dementsprechend bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Einige junge Spieler wie Matteo Pintone und Jakob Schäfer haben heute eine gute Leistung gezeigt. Wenn sie vielleicht auch in Zukunft in der Liga bessere Einsatzchancen haben? Ja gut, gerade Jaron kommt ja die letzten Spiele fast immer auch rein. Er ist ein sehr guter Einsatzspieler im Moment, weil er immer alles raushaut, die Zeit, die auf dem Platz ist. Matteo hat am Schluss noch 2 Tore gemacht. Im Endeffekt muss man abwarten, was die Liga bringt. Das ist mit Sicherheit eine ganz andere Nummer als die heute hier. Das wird die Zeit bringen, ob sie andere aus der Reihe verdrängen können. Im Moment haben wir nur 16, 17 Spieler, also sind ganz eng dabei. Und da werden wir sehen, was wir am Samstag machen. Okay, vielen Dank.